Wer Software entwickelt, macht Fehler. Das ist zwar nicht schön, aber Fehler zu machen ist etwas, was wortwörtlich jeder Entwicklerin und jedem Entwickler jeden einzelnen Tag passiert. Das ist eigentlich auch nicht weiter schlimm, denn die meisten Fehler bemerkt man bereits, während man sie macht. Das heißt, eventuell sogar schon beim Tippen, eventuell dann bei der Testausführung oder sie fallen nachher im Review auf. Fehler zu machen ist aber auch in einer anderen Hinsicht nicht schlimm, denn aus Fehlern lernt man. Vieles von dem, was in der Entwicklung als Erfahrung bezeichnet wird, geht letztlich darauf zurück, dass man bereits viele Fehler gemacht hat, dass man sich deshalb intensiv mit dem System und der Software auseinandergesetzt hat und dass man in vielen Situationen auf eben dieses Wissen zurückgreifen kann. Das ist im Übrigen auch genau der Grund, warum, egal wie gut die eigene Ausbildung letztlich war, es Zeit braucht, bis man sich mit einer Technologie, einer Sprache oder einer Plattform wirklich auskennt. So blöd sich das anhört, es braucht einfach Zeit, bis man eine nennenswerte Anzahl von Fehlern gemacht und seine Erfahrungen gesammelt hat. Und wie gesagt, solange man aus den Fehlern etwas lernt und im Laufe der Zeit auf dieser Basis Wissen aufbaut, ist auch gar nichts dagegen zu sagen, Fehler zu machen. Im Gegenteil. Wenn nun das Machen von Fehlern zum Alltag gehört, dann gehört allerdings auch das Finden und das Beheben von Fehlern dazu. Damit tun sich viele Entwicklerinnen und Entwickler erfahrungsgemäß, und das ist an der Stelle kein Wortspiel, doch relativ schwer. Gerade das Finden von Fehlern fühlt sich oftmals sehr zäh an und die Frage ist, gibt es da Taktiken, wie man vorgehen kann, um das vielleicht zu beschleunigen, um also Fehler schneller und vielleicht auch zielstrebiger identifizieren zu können? Und genau darum geht es im heutigen Video. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu unserem Developers Dictionary. Tatsächlich gibt es drei Ansätze, die man befolgen kann, um Fehler zügig und zielgerichtet aufspüren zu können. Erfahrene Entwicklerinnen und erfahrene Entwickler setzen diese drei Ansätze häufig intuitiv richtig um. Trotzdem ist es natürlich auch für sie gut, sich dieser Ansätze bewusst zu werden, weil das einfach die eigenen Erkenntnisse verbessert und dazu führt, dass man im Falle des Falles explizit auf diese drei Maßnahmen zurückgreifen kann und es eben nicht einfach nur dem Zufall überlässt, ob man in der jeweiligen Situation vielleicht gerade dran denkt oder halt nicht. Der erste Ansatz, und das mag unter Umständen sehr naheliegend und trivial klingen, ist, Fehlermeldungen zu lesen. Damit meine ich nicht, dass man einfach nur wahrnehmen sollte, dass eine Fehlermeldung ausgegeben wurde, sondern dass man sie wirklich ganz bewusst und aufmerksam lesen sollte und dass man sich überlegen sollte, was da eigentlich steht. In Workshops und auch beim Pair-Programming mit anderen Entwicklerinnen und Entwicklern habe ich schon sehr häufig den Effekt erlebt, dass zwar eine Fehlermeldung ausgegeben wurde und dass diese dann aber nicht gelesen wurde, sondern dass direkt wieder in den Code gesprungen wurde, um dann so mehr oder weniger ein bisschen wahllos nach der Ursache zu suchen. Und die Erfahrung zeigt, dass das oft einfach nicht zielführend ist. Das fängt schon damit an, dass in einer Fehlermeldung ja in aller Regel die Zeile und Spalte genannt werden, in der der Fehler aufgetreten ist und man sich auf dem Weg erstmal viel Sucherei ersparen kann. Zumindest gelangt man auf dem Weg direkt zu der Stelle im Code, an der sich der Fehler bemerkbar gemacht hat. Das muss natürlich nicht zwingend auch die Stelle sein, wo die Ursache für den Fehler liegt, aber es liefert zumindest mal einen ersten Anhaltspunkt. Auch die textuelle Beschreibung des Fehlers, die in der Fehlermeldung enthalten ist, liefert häufig sehr wertvolle Informationen und wird trotzdem oftmals lediglich überflogen oder, noch schlimmer, gar nicht zur Kenntnis genommen. Wenn in der Fehlermeldung zum Beispiel schon steht, dass es sich um eine Null Reference Exception in Zeile X handelt, dann schränkt das ja die Zahl der möglichen Fehlerquellen schon dramatisch ein und gibt einem eigentlich den ziemlich direkten Hinweis, nicht nur wo der Fehler zu suchen ist, sondern auch was die Fehlerursache ist bzw. was den Fehler ausgelöst hat. Und wer das aber nicht liest, der verbringt unter Umständen sehr viel Zeit damit, genau das, was eigentlich schon in der Fehlermeldung doch recht deutlich steht, erst noch herauszufinden, relativ umständlich. Das heißt, im Falle eines Fehlers einfach mal einen Schritt zurückzutreten, kurz durchzuatmen und erst zu denken, bevor man handelt, das kann häufig doch eine ganze Menge Mühe und unnötige Sucherei ersparen. Der zweite Schritt ist, wenn man den Fehler identifiziert hat, dass man sich nicht direkt damit befasst, den Fehler zu beheben, auch wenn das ja eigentlich das nächstliegende wäre. Bei einfachen Sachen wie jetzt einem Syntaxfehler kann man das natürlich machen, aber Fehler sind ja häufig komplexer und erfordern auch eine dementsprechend aufwendigere Lösung,
als einfach nur in einer Zeile, was weiß ich, ein fehlendes Semikolon oder sowas in der Art zu ergänzen. Der Punkt dabei ist einfach, dass man den Fehler natürlich beheben möchte, aber noch wichtiger ist es, sicherzustellen, dass genau dieser Fehler nicht später durch eine unbedachte Änderung aus Versehen wieder eingebaut wird. Die Tatsache, dass der Fehler nämlich überhaupt erstmal aufgetreten ist und sich kein Test darüber beschwert hat, die deutet übrigens sehr stark darauf hin, dass für ein ganz bestimmtes Szenario ein wichtiger Testfall fehlt. Und daher sollte der erste Schritt, nachdem man also einen Fehler entdeckt und identifiziert hat, aber bevor man ihn behebt, darin bestehen, einen Test erstmal zu schreiben, der genau diesen Fehler provoziert. Und zum einen verbessert man damit nämlich die Testabdeckung, das heißt, die Tests werden vollständiger und jeder Fehler, den man findet, trägt sozusagen zu einer besseren Testabdeckung bei. Zum anderen gibt es aber auch ab sofort einen Test, der verhindert, dass dieser Fehler eben später nochmal auftreten kann, ohne dass er auf automatisiertem Weg gefunden werden könnte. Das heißt, man schreibt ganz bewusst einen Test, der zunächst rot wird, weil der Fehler nach wie vor ja in der Software enthalten ist, und kümmert sich erst dann im Anschluss darum, den Fehler zu beheben, was dann auch den Test grün färben wird. Es ist also eine sehr gute Idee, sich anzugewöhnen, für jeden Fehler zunächst erstmal einen Test zu schreiben, der den Fehler provoziert, und sich erst danach dann daran zu machen, den Fehler auch tatsächlich zu beheben. Nachdem man den Fehler nun gefunden und identifiziert hat und nachdem man dann auch einen Test geschrieben hat, um den Fehlerfall abzudecken, geht es jetzt im nächsten Schritt darum, die eigentliche Ursache herauszufinden und auf dem Weg dann natürlich en passant auch zu ermitteln, wie sich der Fehler beheben lässt. Und dazu ist es in jedem Fall, völlig unabhängig von dem konkreten Fehler, erforderlich, Änderungen am Code vorzunehmen. Das liegt in der Natur der Sache, wenn man einen Fehler beheben will. Die Frage ist jetzt aber, welche Änderungen man denn vornehmen muss, und bei einfachen Fehlern mag das offensichtlich sein, sowas wie, da fehlt ein Semikolon, aber bei komplexen Fehlern muss man unter Umständen ja erstmal herausfinden, welche Aspekte und Faktoren im Code auf den Fehler sozusagen einwirken, welche Stellen im Code sozusagen für den Fehler relevant sind und welche Stellen damit Änderungen erfordern und welche halt nicht. Und auch hier gibt es wieder eine Maßnahme, die hilft, das Ganze möglichst zielgerichtet und effizient umzusetzen, und das ist, immer nur eine einzelne Änderung vorzunehmen und dann wieder zu überprüfen, was sich geändert hat und ob der Fehler noch vorhanden ist. Viele Entwicklerinnen und Entwickler tendieren dazu, an mehreren Stellen gleichzeitig Änderungen vorzunehmen, einfach weil man meint, das schon zu überblicken. Die Wahrscheinlichkeit, dass das auf Anhieb funktioniert, die ist ziemlich gering. Das Problem dabei ist dann aber, dass nicht nachvollziehbar ist, weil man jetzt an mehreren Stellen Änderungen vorgenommen hat, welchen Effekt denn welche Änderung verursacht hat, sondern man kann nur feststellen, dass die vorgenommenen Änderungen in Kombination eine gewisse Auswirkung gehabt haben. Das heißt, das macht es viel schwieriger, gezielt Änderungen in eine ganz bestimmte Richtung vorzunehmen. Und außerdem bedeutet das auch, dass man unter Umständen Änderungen vornimmt, die gar nicht erforderlich gewesen wären, dass man also sozusagen zu viel des Guten macht. Also das heißt, einen Fehler zielgerichtet und effizient zu beheben, das setzt voraus, ihn erstmal möglichst gut lokalisieren zu können. Und genau das funktioniert eben nur, wenn man die Faktoren und Aspekte, die Einfluss auf den Fehler haben, von jenen trennen kann, die das nicht haben. Lässt man diese drei Regeln oder Maßnahmen oder wie auch immer man das nennen will, nun nochmal Revue passieren, also Fehlermeldungen lesen, einen Test schreiben, bevor man den Fehler behebt und nicht an verschiedenen Stellen im Code gleichzeitig Änderungen vornehmen, dann wirken sie, wie ich am Anfang des Videos schon gesagt habe, eher trivial. Und trotzdem ist es erstaunlich, wie häufig das im Alltag, im Eifer des Gefechts, in der Praxis nicht umgesetzt wird. Das heißt, diese drei Regeln, so einfach sie zu sein scheinen, die bergen ein enormes Potenzial, was sich, und das ist die gute Nachricht dabei, sehr einfach anwenden lässt. Man muss das einfach nur machen. Dazu gehört natürlich eine gewisse Disziplin. Da hilft dann zum Beispiel eine Partnerin oder ein Partner, mit dem man sich zum Beispiel für die Fehlersuche als Paar im Sinne von Pair-Programming zusammentun kann und die oder der einen dann an den entsprechenden Stellen bremst und dabei hilft, in die richtige Richtung zu laufen und diese drei Regeln zu beachten. Wie siehst du das? Hast du selbst schon Erfahrungen mit diesen drei Regeln gemacht und wendest du sie regelmäßig an? Oder sind das Dinge, wo du dich, wenn du mal ehrlich darüber nachdenkst, vielleicht selbst dabei ertappst, zu sagen, ja, eigentlich lese ich Fehlermeldungen häufig nicht so richtig durch, sondern verlasse mich da eher auf meinen Instinkt. Und wenn ich mal lesen würde, dann hätte ich mir vielleicht schon die eine oder andere Sucherei ersparen können. Das würde mich mal interessieren. Schreib deine Meinung und deine Erfahrungen damit gerne mal in die Kommentare. Und vielleicht hast du ja auch über diese drei Maßnahmen hinaus noch andere gute Tipps und Tricks auf Lager, wie man Fehlern besser und einfacher auf die Schliche kommt. Auch dann schreib das natürlich gerne in die Kommentare. Ja,
Und zu guter Letzt möchte ich mich dann noch bei dir dafür bedanken, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat und würde mich freuen, wenn du dementsprechend einen Daumen nach oben da lässt. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit, den Kanal zu abonnieren und denk dann daran, auch die Glocke zu aktivieren, damit du von YouTube regelmäßig über neue Videos von uns benachrichtigt wirst. Und ansonsten bleibt mir dann nur noch dir einen schönen Montag und natürlich einen guten Start in die neue Woche zu wünschen. Wir sehen uns dann morgen wieder und bis dahin, pass gut auf dich auf, bleib gesund, mach's gut. Ciao.